Dann schreiben wir Pirene 1027 nach Bosbarans Fall. Nachdem ihr von der KGA und ein paar Agenten gewarnt worden seid, haben sich die Armeen des Mittelreichs in Werheim versammelt, um die Herrscharen Galottas und Rassasors abzuwehren. 20.000 Tote marschieren wohl den Berichten zufolge nach auf Gareth und ihr müsst sie nun aufhalten, hier auf dem Mythraelsfeld. Sie stellen und vernichten. Nachdem ihr tagelang zugesehen habt, wie eine riesige Wolke am Himmel sich zuzieht und die Sonne verfinstert, marschieren sie nun und nehmen die Stellung ein. Der Herrmeister der Schlacht ist Rondrasil Löwenbrand, einer der höchsten Rondrianer neben Eiler von Schattengrund. Eure Aufgabe ist die Planung auf dem Schlachtfeld. 2400 Infanteristen, 1700 Kavalleristen, ein paar Pioniere, Geweihte und Magier. Und damit dürft ihr beginnen. Ja, na gut. Also ich weiß nicht, wie ihr das geplant habt, aber ich habe mir das jetzt so gedacht. Die sind ja alle ziemlich langgezogen. Also der ganze, das ganze Herde und Hund, sagen wir mal so. Das hätte ich mir so gedacht. Ja, genau. Jetzt müssen wir kurz überlegen, wie geht es jetzt nochmal mit dem Zeigen? Leertaste. Leertaste gedrückt halten. Alles klar, Leertaste gedrückt halten. Gut, also. Das ist mein Push-to-Talk ein bisschen im Weg, aber macht nichts. Jedenfalls finde ich es gut, dass wir die nach unten, also in den Bereich hier, irgendwie reinzwingen. Und die dann am ausgestreckten Arm verhungern lassen. Dazu müssten wir dann da unten Leute hinstellen. Jetzt kommt die Frage auch, warum da unten? Wenn wir die da unten hätten und würden dann ein Flankenmanöver ausführen, also von hier hinten kommen durch den Wald und von da kommen. Ja. Das sind Zehntausende von Untoten, ja, und die haben hier einen anderen Stadteingang. Das heißt, warum sollten die hierher, wenn sie hier einen Eingang finden? Lass mich erstmal ausreden. So. Jetzt ist es so. Hier natürlich, ja, hier ist ein Tor. Frage ist bloß, ist Werheim so gebaut, dass die auch nochmal Innenhöfe haben? Also das heißt, nochmal so einen kleinen Innenhof, wenn die sozusagen die erste Mauer durchbrechen und dann nochmal einen kleinen Innenhof, oder ist es so, dass du durch die Stadttor kommst und ist alles offen? Das ist eine Stadtkarte, siehst du doch. Ist eine militärisch erbaute Stadt, das ist eine Kriegerstadt, wenn du so möchtest. Die Straßen sind symmetrisch, rechtwinklig gebaut und ja, man kann sie auch gut verteidigen. Also wenn sie eindringen sollten, könnte man sie abwehren. Aber dafür brauchen wir Soldaten im Inneren. Das ist wohl richtig. Und also wenn da innen die jetzt so ein Tor aus haben, dann ist es eigentlich gut, wenn wir das bemannen im Allgemeinen. Und dann, ja, ich weiß nicht, ist es eine Zugbrücke? Nee. Werheim hat gar keinen Fluss um rum, ne? Das ist ein Kettenfähre, das heißt, du hast gar keine Brücke. Da fließt du, da musst du dich einfach mit dem Floß dann entlanghangeln. Achso, was ich eben noch vergessen habe, die Pioniere könnt ihr nehmen und drehen. Das ist eine Regel, die hatte ich mir vorhin oder vor ein paar Tagen mit Taeron ausgedacht. Die könnt ihr nehmen und irgendwo hinziehen und schieben und die graben dann, genau. Und die könnt ihr dann meinetwegen hier hinsetzen und da kommen sie dann nicht vorbei. Also jetzt, ihr ist ein großer Graben, da kommt ihr dann später irgendwann mit Leitern, Sturmleitern oder sowas, könntet ihr dann drüber kommen, aber erst einmal würdet ihr sie dann hier begrenzen. Die könntet ihr auch dann im Verlaufe, könntet ihr die hinschieben, wo ihr wollt. Die kämpfen selber nicht mit, aber die können eben taktische Elemente nochmal bringen, falls ihr sowas braucht. Ja, die Sache ist die, was ich mir jetzt gedacht habe, also das kann jeder dann noch sein Zepter dazu geben, dass man sozusagen dann das Torhaus, da davor ein Pionier setzen, ich ziehe mal einfach einen hin, dass sozusagen das Seitentor nehmen müssen. Jetzt ist schon klar, dass Werheim halt vier große Tore hat, oder? Werheim hat auch an jeder Seite ein großes Tor. Auf der... Sind drei. Genau, das drei. Sind drei Stück, da wo die großen grauen Straßen lang gehen. Wie viele Pioniere haben wir? Du hast diese zwei Pioniere, damit kannst du eben zwei Gräben ausheben. Das sind dann ein Banner, also 50 Leute, insgesamt hast du 100 Pioniere. Alles klar, dann hätte ich das so gemacht, hier ein Pionier hin und da ein Pionier hin, damit sie das untere Tor nehmen müssen. Wenn wir dann Truppen positionieren, also da und hier, dann müssten die nach da unten. Sollte, ich gehe mal davon, die sind nicht so doof, aber sollte das klappen? Dass alle da unten gehen, könnte man mit einem Flankenmanöver die da unten einkesseln. Und die könnten dann also nur noch in Richtung Fluss gehen
wo wir die auch dann alle reinstoßen können. Das ist ein bisschen blöd gedacht, aber vielleicht klappt's ja. Echt? Das ja. geht von der schieren Masse nicht. Es sind 10.000 Untote. 20.000, ja. die allein die Frontlinie bilden. Da kommen noch mehr. Das wird nicht klappen. Das ist schön. Es scheitert an der Masse. Alles klar. Kein Thema. Könnt ihr auch was sagen. Wir müssen die aufhalten. Wir können die nicht irgendwie reinlocken und dann schubsen. Dazu brauchst du ein Momentum. Im Krieg brauchst du was du vorhast, braucht ein Momentum deiner Einheiten. Und dieses Momentum wird der schieren Masse des Gegners aufgehalten. Kommt nichts zum Laufen. Du kriegst diese Schubkraft nicht. Meinst du nicht, dass wir das hinkriegen mit Magier dann auch noch? Gegner das doch auch. Zu wenig Magier. Und die Kämpfe werden wahrscheinlich über Stunden hinweg sich ziehen. Das bedeutet, das ist ihre momentanen Zaubereien werden uns hier nicht viel weiterbringen. Das mag sein. Wenn es Lebende wären und die Anzahl kleiner, dann wäre das bestimmt ein super Plan. Aber die haben den Vorteil, dass die keine Ausdauer verbrauchen und dass ja, die das einfach mal das 20-fache mehr sind. Ja, das ist natürlich ein Problem. Jetzt stell ich mal halt so vor. Wenn die zusammengepfercht irgendwo stehen, klar, wenn es mit der Masse nicht klappt schon, aber dann bringen wir auch Zauberei mehr. Ja, da können sie ja nicht so arg ausweichen, wenn sie alle zusammen komprimiert stehen. Dann hindern sie sich auch stärker. Ja, ist richtig. Ja. Was ist das? Wir müssen irgendwie die Front kleinern. Ja, das ist sowieso der Plan. So generell die Front kleinern. Wenn ich das Schlachtfeld richtig sehe, dann haben wir hier ein... sieht man das, dass ich hier denke? Ja, ja, ja. Dann... Die Untoten werden hier am Fluss entlang gehen und hier würden sie sich von selbst komprimieren. Wie könnten... das hier, diese Linie hier verstärken, sodass sie weiter sich komprimieren müssen in der Mitte. Dann müsste es aber nicht so positionieren, dann müsste es ein bisschen drehen können, also so im 45-Grad-Winkel. Ja genau, das da, aber 45-Grad-Winkel in Richtung der Stadt. Ey, ich guck mal, die Gebäude können wir als Flanke benutzen. Da kannst du Leute als mit Verteidigungsbonus reinsetzen, dann sind die da gebunden. Dann kommen sie hier über den Graben nicht rüber und dann hast du schon eine Einengung. Ja, was ich jetzt halt gemeint habe, dass wenn die sich Richtung Stadttor, also Richtung hier, komprimieren, dann müssten wir es anders umsetzen. Sozusagen wie ein Trichter. So. Ja, genau. Also ihr könnt auch drehen, einfach mal den Token anklicken und dann könnt ihr mit Steuerung Shift-Mausrad oder nur Shift-Mausrad könnt ihr die dann drehen, wie ihr wollt. Steuerung Shift-Mausrad ist dann die Feineinstellung. Wir müssen allerdings bedenken, dass wenn sie hier durchbrechen, sie hier entlang laufen können und dann müssen wir halt mehr... Oh nein, ich muss das anders machen. Ja, das ist... Hier dürfen sie nicht durchbrechen und hier oben dürfen sie nicht durchbrechen, hier oben entlang. Und ich denke mal, sie werden auch aus den Wäldern kommen, um unsere Linie zu umgehen. Ja. Das ist schlechter, ist ja noch nicht so mehr so komprimiert, wenn die hier unten halt durchgehen. Ich meine, wir könnten da 2-3 Truppen hinstellen. Die werden auch ein bisschen aufgehalten, weil da Wald ist. Minimal, aber es verschafft uns ein bisschen Zeit. Vorteil ist, wenn die da oben durchgehen und hier durchgehen, okay, was ist Vorteil? Die dünnen sich aus. Ist auch nicht schlecht. Wann dünnen die sich aus? Der Wald dünnt doch nicht aus. Wie seht ihr das so, dass wir... Wie seht ihr das, wenn wir hier Truppen hinstellen, hier Truppen hinstellen, um quasi sie in einen Häuserkampf zu verwickeln, beziehungsweise in einen Kampf im Wald? Und anziehen. Ja, Häuserkampf ist ja an sich nicht schlecht. Los. Infanterie und Tote. Oder die so hin positionieren, dass wir hier eine sehr dichte Frontlinie haben. Ich glaube, das ist mit der sehr dichten Frontlinie besser, weil dann könnten unsere... Haben wir... Ja, haben wir Fernkampf?
Habt ihr nicht. Es gibt, wie gesagt, die Magier, aber auf Bogenschützen und Armbrustschützen hat man verzichtet. Aber es hat eher was damit zu tun, dass man gegen Untote kämpft. Und die sind, wenn nicht immun, dann aber auf alle Fälle resistent gegen Befeilschuss. Ja, an der Stelle wäre jetzt über eine Katapulte Stein ganz cool, aber naja. Aber ja. Naja, dann haben wir halt keinen Fernkampf, dann macht nichts. Dann ist es schon mal gut, dass, wenn sich da die Front ausdünnen, Untote, ich gehe mal einfach davon aus, dass unsere ganzen Truppen auch Hämmer haben. Oder denen hat man jetzt Schwerte in die Hand gedrückt gegen Untote. Die sind dann verschieden bewaffnet, wahrscheinlich Schwerter, Knüppel, Schilde, Äxte, alles was irgendwie ordentlichen Schaden macht. Schwerter sind eigentlich gar nicht so sehr gut, aber vor allem Knüppel und Streitkolben, die wären dann sehr, sehr gut gegen Untote. Ja, das meine ich ja. Zudem gab es auch einen Waffensegen der Rondra-Kirche. Es gibt einen großen Waffensegen, der jeweils 1000 Waffen segnet. Und wenn man halt mehrere Rondra-Geweihte hat, die da rumlaufen, also nicht nur einen, sondern unglaublich viele, die Tempel von Aventurien stehen danach leer, weil alle Rondra-Geweihten hier sind. Und die können dann auch die Waffen der streitenden Infanterie verbessern. Was mir noch einfällt ist, dass wir hier in den Wäldern eventuell Speer positionieren oder... Aber ich glaube, was er sagen wollte, Speere hierhin. Speziell an Herr Torvaler, darfst du den Fluss benutzen? Die dürfen den Fluss benutzen, das ist tatsächlich richtig. Eine Einheit Torvaler mit einem Swafnir-Geweihten, der denn die Wahlwütigen kontrolliert, die können auch irgendwie versuchen, diesen Fluss zu benutzen. Das ist die einzige Einheit. Der Fluss fließt in Richtung Untote, ne? Also der fließt von wer er kommt. Korrekt. Das heißt, hier können wir tatsächlich probieren, Untote in den Fluss zu pushen. Die würden dann vom Fluss weggerissen werden. Ja, das war vorhin halt meine Idee, genau. Das jetzt hier in der Enge machen. Genau, genau. Ja, hier, da klappt's auch, weil die sind dann eher komprimiert. Wollt ihr die Pioniere so nehmen, dann kann ich die schon mal einrastern, wenn das gewollt ist. Mal schauen. Wäre mein Vorschlag, weil dann hättest du nämlich zum Aufhalten der Untoten und sie müssten sich verkesseln. Das Problem allerdings jetzt an dieser Aufstellung ist, hier haben jetzt, sie können ihre Masse benutzen, um eine große Linie zu bilden. Zu kesseln. Nein, die Pioniere kommen sie nicht vorbei, das hat Frost dir erklärt. Diese gelten wie ein Graben, der unüberwindbar ist. Sie müssen sich also konzentrieren. Das heißt, sie können nur hier auf derselben Fläche wie unsere stehen kämpfen. Oder hier, genau, wo wir ab, aber sie können hier Wald vorbeigehen immer noch. Die Sache, entweder die komprimieren sich hier durch, dadurch entsteht ja Engraum. Dann können wir sie besser bekämpfen, weil die Untoten an sich teilen sich ja teils gegenseitig auf. Hier unten ist dasselbe. Da müssen wir auch noch ein paar Truppen einschicken und vielleicht schaffen wir es durch die Torwalle, dass wir die irgendwie in den Fluss reinprügeln. Was sehr gut wäre, weil dann reißt der Fluss die einfach weg. Vorbeilaufen können die nicht einfach. Die Untoten könnten auch hier vorbeikommen. Ich glaube, das werden eher die Spezialeinheiten machen. Die selber werden probieren, den Frontenkampf zu suchen. Richtig. Und wenn die probieren, sozusagen auf der ganzen Masse vorbeizukommen, ja, dann dünnen die sich extrem aus, was richtig gut sein kann, weil da kann man die ganz gut aufreiben. Kurzer Hinweis noch von mir, wenn ihr die Pioniere komplett an das Wasser heransetzen würdet, dann flutet sich der Graben natürlich automatisch mit Wasser. Das nur als Hinweis. Ich weiß selber nicht, wie man das benutzen kann. Ich sag nur, dass es möglich ist. Und wenn ihr damit was machen wollt, müsst ihr fantasiereich sein. Warte, der Graben, wenn er sich flutet, der hat er dann so eine das, kommt das Wasser rein und will dann wieder raus? Hat das dann so eine Sogbewegung? Das wird natürlich eine Strömung bekommen dann, ja. Also ich weiß, wie gesagt, noch nicht genau, ob das dann benutzt werden kann, sinnvoll, weil die Untoten werden natürlich nicht einfach in diesen Graben reingehen. Das werden die auch wenn es dann hier nicht liegt, werden sie es auch nicht machen, aber zumindest die normalen Einheiten werden es nicht tun. Und ja, müsstet ihr euch überlegen, ob euch das Element Wasser nochmal zusätzlich was bringt. Also, wir könnten ja eigentlich... Wenn wir jetzt hier hinsetzen und ein bisschen noch verdrehen. Moment. Scheiße. So, ganz knapp hinter die Häuser. Dann wäre das vielleicht gar nicht schlecht. Du vergrößerst damit krass die Front.
Elch. Ja, das ist wohl dreh richtig. Dreh das mal lieber in unsere Richtung als nach da. Schräg in unsere. Ja. Ja, gut. Ja, gut, dann hätten wir mehr in der Mitte. Was ich mir jetzt. Ein großer Zweifel. Haben wir die Torwaller-Einheit direkt am Wasser graben? Können die dann quasi da reinschubsen und mit benutzen? Ja. Sie reagieren, falls da was passiert. Gut, haben wir noch Infanterie übrig? Ja, haben wir, gut. Eine für den Fall, dass da doch was durchkommt? Ja. Eine für den Fall, dass da sind was durchkommt? Sind die im Wald versteckt? Auftauchen. Was wird auftauchen? Die Frage ist, wenn man die im Wald platziert, sind die im Wald dort versteckt? Oder auf den ersten Blick schon. Also dann auf den ersten Blick kämpfen sie dann aus dem Verborgenen heraus, zumindest für den ersten Kampf. Und damit sind dann die Modifikatoren auch für den Wald. Ich muss gerade mal schauen. Wir sind dann bei einem leichten Fußvolk im Wald und das gibt einfach erstmal einen Plus-Minus-Null-Faktor, aber ihr seid zumindest überrascht. Oder die anderen sind überrascht. Wenn ihr dann aber mit, ich überlege gerade, mit dem gemischten Heer wird es eine Plus 1 geben, das ist alles nichts, was ihr wollt. Die Pioniere können auf alle Fälle im Wald ein bisschen mehr schanzen. Das ist noch eine Möglichkeit. Die Pioniere kriegen da einen kleinen Schanzbonus. Ja, ein Verwunderung zum Verteilen, genau. Und die reagieren können. Was mir dazu einfällt, ist noch dazu, die Gräben, die wir benutzen, wir können auch Planken auslegen darüber, halt dauert halt ein bisschen. Aber dadurch könnten wir uns auch eigene Einfallsschneisen machen. Genau, also das ist eine Einbahnstraße. Halt von eurer Seite könnt ihr die noch durchschreiten, die anderen können dann nicht durch. Ja, aber es ist schon gut, dass wir jetzt hinter der eigentlichen Front noch mal ein paar Truppen haben, die ihn notfalls einbringen können, falls was aufbricht, ja. Das ist schon gut. Wir können auch Leute hier in den Wäldern hier positionieren. Das Problem daran wird wahrscheinlich aber auch sein, hier werden sie zuerst auf gegnerischen, Feindkontakt stoßen, weil ich denke nicht, dass Frost da außen vor lässt. Bestimmt. Die Wälder sind ja recht gut gelegen. Wo sehen wir unsere Magier und Geweihten? Die sind an der Karte. Das heißt jetzt Golgariten, Magier und so weiter. Wir haben 4 Einheiten Magier. Genau, das sind zwar nur 10 Leute, ihr könnt aber auch alle 10 Magier zusammentun und dann mit 40 Magiern auf dem Schlachtfeld rumlaufen. Ich habe das jetzt nicht ausdefiniert, was das für Magier sind, das ist auch erstmal egal. Das ist ein bisschen Schaden bei, ein bisschen Umwelt, Illusion bringt natürlich nichts, aber die haben dann ihre eigene Professionalität, wie gesagt. Also ich hätte es auch so gemacht, dass wir da 2 Magier hinter die Hauptfront stellen. Und nötigenfalls kann ja der Magier, der hier steht, Moment, da, der kann ja nötigenfalls noch hin und her switchen zwischen hier und da. Und dann ich hab zwei Magier an der Hauptfront, also von der Richtung postiert, einen auf dem Absatzweg und jeweils damit aber auch automatisch an jeder Ecke von der Pioniere einen zum Reagieren. Nötigenfalls kann man da mit Kreuzfeuer machen. Das ist habe ich einen schlecht. Hinten in die Reserve gesetzt mit 150 Infanteristen zum Reagieren. Wir haben ja hier 4x150 Infanteristen Reserve zur Reaktion an verschiedenen Punkten. Die Frage ist jetzt, kommt drauf an, wo die reagieren, weil kann auch sein, dass sie einfach zu langsam sind. Wie sieht das aus? Sollen unsere Infanteristen hart wie der Fels in der Brandung dort stehen bleiben oder sollen sie sich ab einem gewissen Punkt zurückziehen? Meinst du, situationsbedingt, aber eigentlich sind sie zum Binden da und Aufhalten. Und ich glaube, dass wir die so stehen lassen sollten erstmal. Meinst du jetzt zum Beispiel, dass wir da dann Amulde machen, sozusagen die fallen ein bisschen zurück hier
so ungefähr nach da. Dass wir das so eine Mulde machen, dass wir die vielleicht. Na ja, okay, eingesetzt klappt eh nicht, weil dann müssten wir vorhin nochmal was machen. Oder hast du jetzt das gemeint? Nein, was ich gedacht habe, ist, dass die Frontlinie zurückweicht und wir von beiden Seiten mehrere Bannerritter noch zusätzlich dazu bekommen. Sozusagen von da und von da, oder wie? Ihr könnt auch die Pfeile hier benutzen, die sind extra für euch. Wenn ihr also irgendwas andeuten wollt, ihr könnt das natürlich auch eben mit Leertaste machen. Ihr könnt das aber auch mit den Pfeilen machen, dass ihr dann irgendwie hier Planken drüber legt und dann hier reinlauft oder sowas. Das könnt ihr eben auch generisch tun, wenn ihr die Pfeile braucht. Also, generell wäre es aber keine schlechte Idee, dass unsere Hauptfront ein bisschen zurückweicht. Ich weiß ja nicht, was ihr mit Kriegskunst gemacht habt, aber sobald du deine Front zurückweichen lässt, brichst du sie auf. Dann ist sie weg. Nicht unbedingt. Du kannst sie nicht, also entweder sie sind gebunden und du hast eine Front, oder sie weicht zurück und dann kommt der Gegner durch. Kannst du auch geordnet zurückweichen, das geht auch. Geordnet, ja, aber nicht nach den, aber die Regeln, habt ihr euch mit den Regeln von Hafax und des Kriegsfunds da befasst? Der geordnete Rückzug ist echt mies. Ja, also das geht schon, wenn du jetzt sagst, du willst die strategisch nach, ich sag mal, einer Stunde oder nach zwei Stunden, willst du die dann zurückfallen lassen von dieser Linie eben nach da, damit dann eben die Ritter hier einmarschieren können. Das kannst du denen ja so eindiktieren im Vorfeld und besprechst das dann eben, okay, dann haltet ihr da aus und irgendwer von euren Kameraden reicht euch noch ein bisschen Wasser, ihr haltet da einfach, wie gesagt, aus, ihr müsst dann nur binden, ihr müsst da niemanden wirklich wegmuschen und dann irgendwann klappt ihr auf oder weicht dann langsam zurück auf diese Linie und wie gleichzeitig fallen dann die Ritter ein. Das könnt ihr denen so diktieren, das ist möglich. Aber wenn halt die Moral gebrochen ist und die einfach weglaufen in Richtung Wehrheim, das ist was anderes. Das ist dann halt auch, also dann ist ein geordneter Rückzug ist dann nicht mehr möglich. Aber auf einem taktischen Papier, wenn ihr jetzt noch nicht wisst, was passiert, dann ist das natürlich eine Möglichkeit. Und wie, man könnte natürlich auch sagen, dass sich dann später die Torwaller bzw. die Infanteristen, die sich hinter den Torwallern zurückziehen, sodass wir einen Knick haben, einen kurzzeitigen Knick haben. Und von dort aus die Ritter dann... Schiefe Schlachtreihe. Schlachtreihe und Tote Feinde den Druck etwas unternehmen. Ja, der Druck ist automatisch da. Den Druck senken. Also der Druck wird automatisch da sein, weil wenn die sich hier durchpressen, ne, da sind sie eingehängt, der Druck kommt automatisch rein. Wenn die da hinlaufen. Es muss ja nicht mal heißen, die Truppen, die stehen nicht, also wenn wir das dann wirklich spielen, stehen die Truppen nicht so da, oder? Ja, doch schon, also okay. ihr habt Zeit, also die stellen sich hier auf, bis alle rüber sind, die müssen jetzt über diese Brücke, müssen die ja ziemlich lange hier reinströmen und sich aufstellen und dann kommen hier die Banner hin und das könnt ihr euch eben angucken, alleine die Aufstellung dauert halt mehrere Stunden, ihr habt in der Zeit schon, ihr hattet ja ein paar Tage Zeit, habt ihr dann schon Gräben gebaut und ausgehoben und dahinter liegen dann irgendwelche Sturmleitern. Naja, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du dann nochmal die anderen so platzierst. Nee, die bleiben jetzt hier stehen und wenn ihr könnt euch dann auch meinetwegen hier hinstellen. Und wenn ihr sagt, ihr seid jetzt fertig mit eurem Aufbau, ihr habt alles irgendwie hingestellt, dann können wir uns auch direkt hier vorne kloppen. Das ist mir egal. Aber ich werd mich jetzt anpassen. Wenn ihr da stehen bleiben wollt, dann muss ich eben nach vorne laufen. Ich will ja den Angriff. Ja, klar. Das ist ja eine schlechte Position für mich. Ich muss auf euch zukommen. Ihr müsst ja nicht auf mich zukommen. Ihr müsst einfach stehen bleiben, wie ihr wollt. Ja. Also eigentlich mit Infanterie, das passt schon eigentlich so größtenteils. Ist auch gut, dass wir mal ein paar Elite-Einheiten wie die Golgarine und Bandstrahler da vorne mit drin stehen, damit auch ein bisschen die Moral pushen. Ja, weil sonst nicht, dass die Frontreihe einbricht. Das die horatischen Spezialkräfte. Was können die eigentlich? Die haben eine höhere Moral. Mit dem Degenfechten. Die Horasier haben einfach eine höhere Moral, die haben eine höhere Professionalität, die haben bessere Waffen. Achso. Aber es ist nicht so, dass die Gewehre haben, das wäre ganz nett. Nee, also ja klar, irgendwie werden die auch Balestrinas und Abalone und sowas haben. Die werden sie dann aber auch nicht für Untote benutzen, sondern für irgendwelche anderen Spezialkräfte. Ne? Also wenn ihr dann auf sowas wie Drachen trefft, ne? Jetzt einfach mal so ganz, ganz aus dem Bauch heraus, vielleicht kommen dann irgendwelche Drachen. Da könnte man dann natürlich mit Abalone und Balestrinas diesen Drachen wegschießen. Na, schauen wir mal, wir können jetzt immer noch ganz unsere Kavallerie verteilen. Ich,
Also ich bin dafür eher, dass die Kavallerie, also teils ein, zwei Truppen vielleicht sich um die einzelnen Punkte da kümmert. Also um diese zwei Runendinger. Beispielsweise, dass die Kraft dann... Sollte es überhaupt funktionieren? Ich wusste, weil da. Natürlich könnte man das auch hier oben machen. Dass die Kavallerie sobald genügend Untote da sind, um halt die Linie noch weiter auszudünnen, dass man halt sozusagen, dass die Kavallerie halt oben klar oben halt in dem Teil da drin ist, also im Waldstück, und dann dementsprechend sollten sich die Untoten dann hier aufreihen und versuchen und da so knapp vor kurzem durchbringen, dass die in den Rücken fallen. Ja, das wäre auch meine Idee. Aber ich hätte es eher durch diesen kleinen Durchgang gemacht auf die bereits ausgedünnte große Front. Leute, nur mal so. Es ist nicht das Ziel, alle Untote zu vernichten. Das geht sowieso nicht. Es sind zu viele. Ziel ist es, diese Kessel zu bekommen. Wenn ihr da ständig auf die Front reinrennt, ist das Materialverschwendung. Ihr müsst die irgendwie von hinten großflächig umgehen. Ja, ich habe jetzt zugehört. Aber durch diesen Talkessel hier auf die Front. Also du musst halt hinter die Front gelangen irgendwie. Also du musst eigentlich im großen Bogen... Warte mal. Das ist ja eigentlich das Ziel. Das habe ich ja auch gemeint. Dass wenn die Reiter sozusagen hier stehen, also nicht alle, ne? Und dann hierdurch hinter die Front, das ist schon klar, die sollen ja nicht da rein. Was, die Front ist hier hinten. Nur ein paar, die wir sehen. Wenn später alle 20.000 da sind, dann ist das hier alles voller Untote. Dass wenn du sie hier reinschickst, schickst du sie mitten ins Mittelfeld und in den Tod. Die müssen von ganz hinten am Fluss vorbei, weil der Untote selber den Fluss nicht als Angriffsfeld benutzen kann, sondern nur von hier kommen könnte, müssen die eigentlich von hier kommen. Hier hinterm Wäldchen am Fluss. Dann habe ich das falsch verstanden, mit der Hinsicht, dass da alles dann voller Untote ist. Ich habe gedacht, die sind dann an unseren Truppen dran und wir könnten da von hinten auch rein. Die Idee ist dieselbe, bloß halt weiter ausgeführt, passt schon. Das meine ich schon, was du auch meinst. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass der Feind auch Spezialeinheiten hat. Ja klar. Ja, und die Spezialeinheiten, die werden auch dementsprechend die Runen und auch diesen Topf da bewachen. Und für die brauchen wir... Ja, wobei, ich würde auch ein paar Truppen in die Stadt stellen. Prego, stell da mal nochmal die doppelte Anzahl an Kavallerien. Also 8 Einheiten. Also, warte. Stell sie von hier, fangen irgendwo hier an und dann sollen sie mit Pfeilen, sollen sie hier rüberlaufen. Alles klar, dann lassen wir das mal schnell an. Nee, ich dachte, denn die schon im Vorfeld dort oben auf. Okay. Es kann sein, dass da jetzt dann, dass wir die dort auch machen. Das könnte der Tod der Truppen sein, ne? Der hat auch Spezialeinheiten und Speer. Ich weiß nicht. Wenn wir die da abseits hinstellen, könnte das deren automatische Vernichtung bedeuten. Das könnte sein in der Hinsicht, dass sie sich einfach in Wald hocken und dann unsere ganze Kraft kaputt hauen. Doof. Sie sind dann natürlich abgeschlossen von irgendwelchen Informationen, ne? Dann könnt ihr sie nicht noch irgendwie weiter dirigieren. Ja klar. Da müsst ihr jetzt von hier aus, müsst ihr ihnen jetzt einen Angriff geben. Das heißt, sie laufen einfach hier am Fluss lang und machen so lange, bis sie tot sind oder bis sie nur noch ein Banner sind oder so. Das könntet ihr ihnen jetzt sagen. Dann könnt ihr sie hier hinstellen. Aber wie gesagt, ich ströme dann über einen Verlauf von einer Stunde, von zwei Stunden ströme ich dann hier hin. Und irgendwann könnte es sein, dass sie dann, während sie hier warten und stehen, könnte es sein, dass sie dann eben angegriffen werden. Ja, das Problem ist halt wirklich das Informationsaustausch, weil es könnte ja sein, dass die da oben stehen von nichts wissen, währenddessen schon in die Stadt gefallen sind, das ist doof. Deswegen hatte ich ja vorhin in den Wald gestellt, die Alanfana Dukatengarde und die Basaltfaust, weil ich davon ausgehe, dass sie Berührung haben werden. Und sobald die Berührung hier ist, muss man auch davon ausgehen, dass der Groß der Leute in den Kessel gesprüht ist. Und zwar mit so einer Sprühschablone. Also, warte mal. Möchtest du was zeichnen? Du musst so oben auf das Zeichentool gehen, dann könntest du auch noch irgendwie freie Pfeile oder sowas andeuten. Also was eine Möglichkeit wäre, bei dem hier, bei dieser Runde, dass sich ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann die Torwalle aufmachen. Das ist ja die einzigen, die durch die Fußmaschinen können, das könnte dann klappen. Allerdings werden wahrscheinlich auch auf einen Kontakt da vorne irgendwo stoßen. Achso, wenn du was zeichnen willst, dann könntest du auch noch mit Rechtsklick auf den durchgestrichenen roten Linie machen, dann hast du einen leeren. Dann ist es leer, dann ist es nicht mehr weiß und dann kannst du da freie Linien zeichnen. Ich überlege gerade,
inwiefern man das bewegen kann. Entweder ist es so, dass die Runen entweder unsere Kraft zerstört oder die Torwalle, die über den Fluss kommen. Sollte das irgendwann nochmal passieren, dass die mal Luft haben. Wie ist es nochmal, wenn wir diese eine Rune zerstören, also wo ich das jetzt drauf zeige, wie viele Untote kommen dann um? Eine ganze Menge, also dann kannst du davon ausgehen, dass die Leute, die hier in diesem Umkreis stehen, also quasi das Feld, was jetzt hier abgegrenzt wird durch die Reichsstraße, wird dann zerfällt dann nach und nach. Das ist eigentlich schon ganz dick. Sollen wir dich die Bedingungen fürs Losreiten machen? Quasi hier die Truppen rauskommen, okay. Oder man hier welche sehen kann. Gut, das heißt, also wenn der erste Feindkontakt hier oben stattfindet, dann sollen die losreiten. Ins Verderben. Das heißt, ins Verderben, warte mal. Lass mich an der Formulierung noch kurz arbeiten. Ja, ist völlig okay. Ist ja vollkommen wurscht, mit Verderben oder ohne Verderben, die sollen einfach die Runen wegklatschen, ob die dabei sterben, dann meine Herren, die machen guten Dienst fürs Mittelreich. Also fürs Mittelreich und für die Götter. Ja. Ich wollte gerade sagen, die Namen werden eingraviert, alle auf einer Steintafel und dann kommen die alle in den Keller. Also Feindkontakt definiere ich aber auch, wenn die entdeckt wurden und die beiden Spezialeinheiten hier die Leute, die hier rein wollen, binden. Weil die stehen ja quasi zum Schutz davor. Das heißt, wer ja auch mal durchkommt, bindet die ja erstmal. Gut, das heißt, die Alanfana, die kämpfen dann gegen das, was hier aus dem Wald kommt. Aber auch nur, wenn sie in diesen Wald rein wollen. Solange halten sie sich versteckt. Okay, gut, okay. Nur, wenn sie in diesen Wald rein wollen. Genau. Ansonsten bleiben sie weiter versteckt. Genau, wenn hier etwas durchläuft, sollen sie es durchlassen. Wenn also irgendwann hier irgendwo auch frei ist und es so aussieht, also sagen wir nach 6-7 Stunden, dass hier auch nichts mehr kommt, dürfen die auch loslaufen. Interessant. Ansonsten. Okay, ist eine coole Idee. Ist logisch, ne? Ist eine coole Idee, finde ich gut. Ansonsten sollten die gebunden werden, also sie nutzen natürlich den Vorteil ihres Verstecktseins, dann kämpfen die hier erstmal und dann kommt es auch darauf an, wie viele das sind. Wenn das nur so 3-4 Spezialeinheiten Speer sind, ja. Sagen wir mal, das sind 2 Banner Untote, nur. Dann kann man die kurz wegschnetzeln. Oder man stellt sich heraus, dass hier probiert eine Spezialeinheit und Stellung zu gehen von dem Feind. Dann ist die Priorität, die Spezialeinheit wegzumachen, weil die Spezialeinheit ja dann quasi in die Richtung irgendeinen Scheiß vorhat. Ja, richtig, genau. So, sollte das nicht passieren, also weder, dass eine Spezialeinheit überfallen worden ist, noch, dass hier es zum Kampf in den Wald kommt, rennen sie nach 6 Stunden oder 7 Stunden los. Sagen wir mal nach 7 Stunden, das ist sicherer. Und sollen von hinten probieren, das wegzuflanken. Gut. Ansonsten reiten sie los und dann, zwar situationsabhängig, wenn hier das Kämpfen ist, ist es eine unglaublich krasse Überzahl an Leuten und wenn die hier lang reiten, ist es Selbstmord. Ja, dann zurück die Leute unterstützen. Glauben Sie, dass es nicht Selbstmord ist, weil das hier nur so, sagen wir mal, sind, keine Ahnung, 500, 1000 oder so und die sind hier in straighter Linie und die haben ja den Vorteil der Geschwindigkeit, dann dürfen die auch los hier lang. Okay. Nee, finde ich eine gute Idee. Gerade Basaltfäuste, die werden das auch einschätzen können. Die werden wissen, wie viele man da irgendwie wegflanken kann. Zumindest Untote. Und wenn es dann irgendwelche Drachenreiter oder sowas sind, dann müsste man sich das eben überlegen. Aber die sind erfahren genug. Die haben eine Professionalität von 7. Höher geht nicht. Ja. Wenn es Drachenreiter sind, haben die halt immer noch extreme Kavallerie-Unterstützung im Zweifel. Das ist korrekt, ja. Dementsprechend, ich hätte jetzt auch noch, wo mir Brigo gerade eine Einheit geklaut hat, hier im Wald auch nochmal welche versteckt stellt, die eben darauf reagieren, wenn da üben, also hier, wenn die in Kampf geraten, sodass sie den in die Flanke rein können. Du meinst von hier aus ja, da genau. In die Flanke? Ja, genau. Okay. Ja, wenn die sich dazu sozusagen erstmal eingefressen haben, dann könnte man da aus von hinten nochmal agieren und die möglichst schnell ausschalten. Ihr habt ja immer noch ein paar Speer, ne? Kavallerie habt ihr ja. Also nicht vergessen. Kaff haben wir noch, ja. Ich nochmal kurz weg. Alles klar. Ja! Wir haben doch eigentlich ewig viel Kaff. Sag mal, Kavallerie, das sind alles mittelschwere Reiter, oder?
Von der Professionalität sind die wie Bardior Ritterband, das heißt, die haben eine Professionalität von 5. Untote sind generell immer erst einmal unerfahren, die haben sowas wie einen Attackewert von 10. Die müssen auch nicht parieren, die werden also zweimal pro Runde angreifen, mit einmal Attackewert von 10 und einmal von 6. Das nur so kurz als Hintergrund. Und so eine Basaltfaust mit Professionalität 7, die kämpft dann auf die 24. Das heißt, die machen die ganze Zeit Hammerschläge. Alles klar, dann. Ich hab jetzt darf ich kurz. Warte kurz. Ich habe jetzt gesehen, dass du schon eine Heiden hingestellt hast. Ich ziehe dann meine wieder zurück. Aber ja, klar, mach. Ich habe mit Absicht so viele dahingestellt. Ja, passt schon, aber du verstehst schon meine Idee, oder? Ja. Gut, das heißt, wenn diese hier angegriffen werden, dann kommen die aus dem Wald raus und greifen da ein in die Flanke. Ja, aber nur, wenn die hier schon festgefressen sind. Das heißt, wenn sozusagen die Untoten schon auf die Mauer der Basaltfäuste sozusagen draufgeprescht ist und sich da ein bisschen... Frosty schon zusagt, verwirre den Feind und sorge dafür, dass er nicht alle Informationen bekommt. Ich würde sogar fast sagen, wenn der Feind... Ja, da. Quasi schon einen Ablenkungsangriff starten, damit der Feind gleich in die Richtung geht und die hier nicht entdeckt. Das kann man natürlich auch machen, ja. Und dann können die immer noch... Dann können die immer noch nach hier weg und sich hier wieder sammeln. Ja, dann können sie immer noch einen Fluchtweg nutzen, das ist richtig. Und wenn sie da dementsprechend hier üben, also Moment, da rumgehen, können sie vielleicht hier auch nochmal aushelfen, sollte es nochmal. Ja, genau, die kommen quasi hier im Bogen wieder rein und könnten hier einmal in die Front wieder. Genau, also könnten wir das sozusagen den Untoten wieder in die Flanke fallen, was auch gar nicht schlecht ist. Gut, das heißt, wenn hier oben nichts passieren sollte, dann gehen die hier den Weg wieder zurück und greifen dann hier in die Flanke rein und stürmen dann hier die Front kaputt. Genau. Auch nochmal ganz wichtig, hier unten die Rune, wie schalten wir die aus? Ich hätte halt... Lassen wir die erstmal existent. Genau, geh mal davon aus, dass du nicht alle Ziele gleichzeitig erfüllen kannst. Ja, im Zweifel haben wir die Torwaler, die den Fluss benutzen dürfen. Guck mal. Ja, das habe ich ja von gemeint. Das wäre zum Beispiel dann noch, das wäre jetzt auch beispielsweise so eine richtig geile Heldenmission. Ich habe ja, wie gesagt, ich biete dann danach Heldenabenteuer an. Und dann könnten sich Helden beispielsweise diesen Torwalern anschließen und die müssen dann gemeinsam durch den Fluss tauchen. Das wäre dann eben sowas wie eine richtige Spezialmission, dass man hier dann eben viel schwimmt und dann von hinten reingreift und schleicht und sich dann eben hier ein bisschen orientiert, was da für Einheiten stehen und dann vielleicht auch mit diesem Haus arbeiten. Vielleicht ist da ja auch noch in diesen Häusern was drin oder ne, muss man sich eben einmal mal umgucken, aber das wäre eben sowas wie eine richtig schöne Heldenmission. Ich meine, ich würde den Torwalern auf jeden Fall mit Helden da lang schicken, weil... Ja. Ne? Die dürfen halt durch den Fluss und die Untoten nicht. Edge. Also eigentlich ist es hier Hauptpriorität, würde ich sagen schon. Ich zeichne kurz, deswegen kurz rede ich nicht. Hier, die Rune, wenn die wegfällt und ja, das ganze Stück Untote einfällt, dann bleibt nur das untere, dann könnten wir die sogar versuchen einzukesseln. Jetzt, also wenn da wirklich so ein Unfall. Ja. Was mir gerade einfällt. Die Ritter, die hier oben stehen, wo ihr gesagt habt, dass die, wenn hier nichts passiert, sie zurückhalten sollen. Wie wär's, wenn ihr die stattdessen hier entlang schickt? Zu viel Feindesmasse. Der Feind, der muss sich nur umdrehen und nach oben rennen und dann haben die keinen Weg mehr. Dann sind die an den Wald gebunden. Durch den Wald können sie selber nicht, das ist scheiße, weil sie Kavallerie sind. Das ist einfach, die werden an der Masse ersticken. Es macht gerade so Spaß, euch zuzuhören, wisst ihr das? Kurzum, das funktioniert ja so. Du hast ja, wenn die reinrennen, die bringen ja auch dementsprechend mit ein bisschen Kraft mit. Aber das wird halt einfach so schnell komprimiert, ne? Dass einfach wegen der Masse, dass die dann einfach sozusagen, sobald die Luft aus der Kavallerie draußen ist, sind halt gefickt, auf Deutsch gesagt. Ja, du schickst sie quasi in den Tod. Ja, richtig. Also, wenn du die reinschickst, schickst du sie in den Tod. Wir brauchen immer einen Ort, wo Freunde sind, wo sie sich zurückziehen können und sammeln können, wo der Feind nicht ist. Und das ist immer der rückwärtige Raum in dem Fall. Also die können probieren, hier für Ärger zu... Ja, aber sie müssen sich auf jeden Fall nicht durch den Wald, sondern auf offener Fläche, wo sie immer reagieren und gesehen werden, also auch sehen können und ihre Stärke, nämlich ihre Kavalleriestärke zum Einsatz bringen können, bewegen. Und wenn dir nämlich irgendein Scheiß passiert, keine Ahnung, eine Spezialeinheit taucht hier auf oder, dann haben sie immer noch die Möglichkeit, aufgrund ihrer Mobilität
ihre Kavallerie stärker auszuleben, schickst du sie aber in den Wald und wir wissen nicht, was noch durch den Wald kommt, dann ist das echt gefährlich. Schickst du sie hier runter, dann bist du in der Masse von 20.000 Untoten. Das geht auch nicht. Sie sind nicht stark genug, dass sie sich quasi hier am Rand durchfressen können. Sie werden einfach irgendwann hier drin untergehen. Vor allem, wenn die sich durchfressen, das ist halt extrem mit Zermürbung. Ja, die sind auf der einen Seite abgeschnitten vom Wald, da kommen sie nicht so richtig durch. Und auf der anderen pressen die Untoten dagegen, da kommen am Ende noch zwei, drei Reiter an und das bringt es dann auch nicht. Was machen wir mit denen eigentlich noch? Die sind da versteckt. Damit die auf jeden Fall reagieren können, wenn es notwendig wird. Der Feind wird Speer haben, genau wie wir. Und alles, was wir verstecken können vor dem Feind, ist ein Gewinn. Deswegen ist die Kavallerie hinten auch in dem Halbwäldchen. Und wir dürfen ja über unsere eigene Sache rüber. Könnte im Zweifel einen Ausfall starten und sich wieder zurückziehen. Also. Ja, die Frage ist bloß, kommen die da durch die kleine Enge durch mit dem Haus? Hä? Welche Enge? Da. Ich glaube nicht, dass unsere Kavallerie kernbehindert ist. Also die reiten nicht gegen das Haus, da sind sie erfahren genug. Ich muss gerade mal abmessen, einen Moment. Also wie gesagt, das hier sind jetzt 200 Meter. Wir ziehen nochmal, weiß ich nicht, ja, das ist halt so ein kleines Bauernhaus, vielleicht noch mit einem Zaun drumherum, aber die Öffnung selber hier ist 150 Meter, 200 Meter breit und die Einheitenstärke hier sind ein Banner, sind 50 Einheiten, also die werden da schon irgendwie durchreiten können, wenn man sich dann irgendwie aufteilt. Die müssen dann auch nicht alle mit 50 Mann nebeneinander reiten, sondern die können sich dann eben auch in lange Schlangenlinien dann da reinreiten. Wir hatten noch Vorbereitungszeit, oder? Ja, klar, also, dass die Untoten kommen, das dauert viele, viele Tage, bis die da sind. Aber unvermeidlich, also sie rollen näher. Okay, dann möchte ich Folgendes vorschlagen, dass unsere Pioniere vorbereitet haben und unsere horasischen Spezialeinheiten anfangen können. Nein. So, wie male ich? Irgendwie bin ich zu blöd zu malen. Was muss ich anklicken? Du musst sonst noch den... Was willst du denn sonst malen? Sonst zeig doch mal an. Also, willst du einen Pfeil machen oder willst du irgendeine... Ich würde gerne... Oben links gehst du auf das Zeichentool. Ich würde gerne... Ja? Zeichentools und dann? Zeichentool, also nicht Interaktionswerkzeug, sondern Zeigentool und dann Zeichnentool. Auf der rechten Seite öffnet sich so eine kleine Farbpalette. Genau. Genau, und dann kannst du... die linke Farbe ist dann der Rand und die rechte Farbe ist dann das Innere. Und damit kannst du dann irgendwelche Sachen malen. Also jetzt kannst du hier schwarz und grün. Das ist jetzt meins. Und dann musst du noch auf die freie Freihandlinie gehen. Damit kannst du dann ja Pfeile andeuten oder Blitzzacken oder ja, meinetwegen auch einfach nur irgendwelche Gräben, die dann mit braun sind. Also das rechte ist dann die Farbe, mit der du malst. Ich habe schon gefunden. Ich habe hier so rote Kreise mit gelbem Inhalt an den Häusern markiert. Ach so, Moment, ja. Was ist mit denen? Die können wir doch sicherlich anzünden im Falle der Schlacht, damit die Untoten, wenn Zombies sind oder so, Feuer kriegen. Ja, klar, also könnt ihr machen. Ihr könnt komplett kreativ sein. Wenn ihr wollt, könnt ihr die anzünden. Und wenn die Untote da durchgehen, dann... Das ist sowieso kaputt. Ihr könnt auch irgendwelche Explosionsfässer da rein tun. Ich meine, ihr habt genug Zeit. Auch, sehr gut. Wenn ihr meint, dass ihr mit den Pionieren irgendwie was herstellen müsst und ihr wollt das dann hochjagen, dann, ja, ihr müsst euch überlegen, wie ihr das zündet. Aber generell könnt ihr das auch in die Luft jagen. Also, die Einwohner werden sich da nicht freuen, aber hey. Ja, scheiß auf die Einwohner. Die kriegen Kompensationszahlungen und genau. Dafür wurde Wehrheim gerettet. Ja, genau, richtig. Das ist ein Platz an der Herrentafel neben den Reihen und ganz klein unten drunter geschrieben. Das ist eine lustige Idee. Ja, das ist ja ganz sicher. Dann sprengen wir einfach sollten die Untoten da durchmarschieren, vor allem an der Hauptkampflinie, so irgendwie hier. Also macht ihr einfach Sprengfallen, oder wie macht ihr das? Richtig, dann machen wir Sprengfallen, dann zerreißt sie auch richtig. Brand ist jetzt bei Knochen, weiß ich nicht. Reagieren Untote so krass auf Feuer? Also es gibt Brandleichen, aber generell sind Untote nicht immun gegen Feuer. Also die können auch kaputt gehen. Gerade wenn dann die Knochen schmelzen oder so, es muss halt warm genug sein. Wenn du dann irgendwie sowas wie eine Sprengfalle anlegst, kannst du dann irgendwie bauen. Die Untoten sind dumm, die laufen da erstmal alle in einer Reihe laufen sie dann dagegen.
und fliegen irgendwelche Fässer in die Luft, gezielte Sprengladung von den Zwergen, die kriegen das hin und dann... Ja, das wäre so die Idee. Sprengladung wär auch dann optimal an der Hauptkampflinie. Weil je mehr die hier ausgedünnt sind, desto besser. Ich wollte sagen, natürlich, ihr habt hier Horasia und dann bringt ihr einfach ein bisschen Hylaila Feuer mit. Ach, das haben wir auch. Ach, na dann. Das überlassen wir denen doch nicht zum Trinken. Nee, Moment mal, falsch, das war prima Feuer bei den Torwarten. Ist nicht Hylaila Feuer, ist es nicht irgendwie verloren gegangen, das Wissen oder wie? Nee, es ist Expertenwissen und militärisches Geheimnis und steht unter Strafe, wenn es an nicht Militär benutzt. Genau, also es ist halt nur für Militär, aber wir sind halt Militär. Ich habe immer gedacht, das gibt's gar nicht mehr, das haben sie verloren, aber okay, auch gut. Ja, dann klar, ja, dann machen wir an sämtliche Häuser an der Hauptkampflinie kommen da Sprengfallen hin. Alle macht gar keinen Sinn, du musst ja nicht alles komplett kaputt. Ja, nicht alle das, halt. Das in der Nähe, wo du kämpfen wirst? Ja, das meine ich ja. Genau, also ich habe die einfach mal schon mal markiert. Ja, das hat ja gepasst, die habe ich auch gemeint. Das passt schon. Muss man natürlich mit der Reiterei aufpassen, dass die da die Sprengfalle an dem einen Haus nicht auslösen. Gut, aber generell sollen die Reiter dann von hier irgendwann hier einfallen. Wann ist das der Fall? Das ist halt situationsbedingt, ne? Wenn sie gebraucht werden, wenn hier nichts ist. Gut, ja, wie gesagt, die haben ja Kontakt mit Wehrheim. Die können ja nach Wehrheim einsehen und dann kommen irgendwelche Flaggensignale oder Hörnersignale und die können dann ja darauf reagieren. Also optimal wäre es erst dann, wenn die losreiten und wenn das ja schon gefallen ist und. Das ist Stunden, vielleicht Tage oder vielleicht gar nicht. Lass mal einfach ausreden. Wenn das hier am besten, also es wäre optimal, ne? Wenn das hier weg wäre, auch weg, dann könnten die optimal ja den anderen Leuten in die Flanke reiten. Da können wir auch die einkesseln da unten am Fluss. Können niemanden einkesseln, das sind 20.000. Ja, wenn die wegfallen sind mit den Runen. Meine Herren, Brego, habe ich doch gerade gesagt. Das wäre bestenfalls. Das nicht könnten, das ist bestenfalls das Beste, was passieren könnte. So, okay, Entschuldigung. Ich wollte es nur ärgern. Ich weiß. Ja, wenn hier gar nichts kommen sollte, aber wahrscheinlich kommt doch was, aber falls hier nichts kommen sollte, und unsere Reiter wissen ja, dass da eine Falle ist, dann reiten die natürlich hier und benutzen die Straße und reiten nicht hier durch. Was machen wir eigentlich mit unserer Geheimwaffe, die einzelne Stadtwache, die unten am Fluss steht? Wo steht eine? Achso, ja. Okay. Nee, das ist nur ein Messtool. So. Du redest nicht über unsere Geheimwaffen. Regel Nummer 1. Ja, die Stadtwache. Gut, seid ihr so zufrieden? Haben wir noch Truppen? Nee, ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Wir haben Reservetruppen. 3 Reservetruppen. Wir haben diese Reserve-Kavallerie. Wir haben hier die Falle. Und hier ein Eintreffgrupp nach situationsbedingt. Ja, dann Moment. Hier halt in 5 Stunden nichts angekommen ist, dann ist klar, dann können die auch zurück und hier wieder helfen. Was macht die Kaff da? Die Kaff hier ja. sorgt ja. dafür, dass wenn der Druck auf die Infanterie zu stark wird, dass dieser Bereich hier quasi abknickt. Ja. Nach hinten sich zurückzieht und die Kavallerie dann vorbei Entsatz leistet und quasi einen Ausfall macht. Ja, die macht quasi so ein U-Manöver. Aber ansonsten ist sie genau wie die Kavallerie da oben Reserve eintreibt. Ja, klar. Situationsbedingt halt. Das geht halt darum, wo hast du Momentum, wo kannst du aufpassen, ja, schon klar. Wo könnte der Gegner kommen. Der Gegner könnte ja auch von hier irgendwie kommen, wenn wir nicht aufpassen. Und dann brauchen wir Mobilität. Und in Wahrheit hat er noch irgendeinen Körper. Das Ungeheuer und die Torwalle denken sich scheiße. Die Torwalle freuen sich erstmal. Seeschlangen. Geil. Ganz toll. Da steigt die Moral der Torwalle. Die Torwalle, genau für den Fall, dass der Charyptoiden scheiße hat, sind die Torwalle hier mit Helden auf dem Weg nach da hinten. Ja, mit Helden hier draußen. Oh, es sind Truppen aufgetaucht. Ja, so nach und nach. Ich habe mal ein bisschen was freigegeben. Ich habe mal ein bisschen was aktualisiert. Gut. Dann lassen wir das so stehen. Ja, also von meiner Warte aus, ja.
Dann gehen wir jetzt in den Teil, der interessant wird. Alles klar. Gut. Wie gesagt, wir reden hier nicht von Kampfrunden, 3 Sekunden, sondern wir reden hier von einer unbestimmten Einheit. Das kann ich jetzt als Spielleiter beliebig festlegen. Ich kann jetzt sagen, dass sie eben alle nach und nach rücken und dann irgendwann wird irgendwas passieren und dann treffen die Leute aufeinander. Ihr könnt euch dann, wie gesagt, selbst überlegen, wann ihr mit den Informationen, die ihr bekommt, eingreift, einschreitet. Darf jeder alles machen oder sagen wir, einer ist für einen bestimmten Teil verantwortlich? Von meiner Warte aus könnt ihr euch das jetzt auch wieder weiter diskutieren. Es sollte natürlich ein bisschen schneller gehen jetzt als dieses Mal, aber generell könnt ihr natürlich gemeinsam darauf reagieren, was ich jetzt tue. Ich würde gerne den Bereich als Verantwortlichkeit übernehmen. Das hätte ich auch gesagt, das machst du, das kannst du gut. Ich nehme das, was übrig bleibt, wie es ist, wurscht. Und ich unterstütze euch weiter, wie? Hauptaufgabe ist ja hier das Halten. Und das Reagieren auf seine Spezialeinheiten, die er auch haben wird. Das ist ein Stellungskrieg, ohne Frage. Wir haben keine Chance im Angriff. Und die einzige Aufgabe, die wir haben, ist das Halten. Und Helden sind ja auch noch theoretisch unterwegs.